Der neue Bundestag hat eine neue Präsidentin. Bärbel Bass wurde in der konstituierenden Sitzung des Parlaments in das zweithöchste Amt in Deutschland gewählt. Hier ist der Tag. Ich bin Tina Gerhäuser. Herzlich willkommen. Eines der größten Parlamente der Welt ist jetzt noch ein bisschen größer geworden. Der Deutsche Bundestag hat am Dienstag seine erste Sitzung in neuer Besetzung nach der Wahl. 736 Abgeordnete diskutieren und entscheiden nun über die deutsche Politik. Und wir erleben einige Macht- und auch Generationswechsel. Ende dieser Woche beginnt die Weltklimakonferenz in Glasgow in Schottland. Kurz davor macht das UN-Umweltprogramm jetzt noch mal Druck. In den kommenden 8 Jahren müssten die Treibhausgasemissionen fast halbiert werden. Nur dann sei das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Im Moment steuern wir dagegen auf eine Erderwärmung von 2,7 Grad in diesem Jahrhundert zu. Viele Orte im Pazifik wären dann nicht mehr bewohnbar. Und vor diesem Hintergrund bekennen sich nun auch noch einige Staaten mehr zu baldiger Klimaneutralität. Australien zum Beispiel. Und wir haben weitere Nachrichten für Sie in Kürze. Ohne Zeremonie, aber mit Gezeter. Eine solche Hochzeit hat es in der japanischen Nachkriegsgeschichte noch nicht gegeben. Ein Mitglied der kaiserlichen Familie vermählt sich ohne shintoistische Riten, begleitet von Protesten aus der Bevölkerung. Prinzessin Mako hat am Dienstag ihre bürgerliche Studienliebe Kei Kumoru geheiratet. Damit scheidet sie aus dem Kaiserhaus aus. Es ist eine Geschichte über Liebe, Tradition und Druck. Träume, Mythen und Musik. Darüber unterhalten sich zwei Stars. Männer, die auf eine steile Karriere zurückschauen können und sich doch irgendwie immer auch als Außenseiter gefühlt haben. Barack Obama und Bruce Springsteen, der Ex-Präsident und der Rockmusiker. Renegades, Born in the USA, heißt ihr gemeinsamer Podcast und jetzt auch ihr neues Buch. Die Deutschen lieben Hunde. Canis Lupus Familiaris, der Haushund. In der Corona-Pandemie gab es nochmal einen extra Boom. Auch andere Länder wie Großbritannien haben nachgezogen. Der Hund darf dabei immer öfter auch aus dem Haus raus und mit ins Büro. Canis Lupus Laboraris sozusagen. Verstärkung auf 4 Beinen. Ja, hier fehlt eigentlich auch nur noch ein Hund. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Und wir sehen uns gern bald wieder hier im Tag.